Ich finde die Windräder hier ja sehr zweifelhaft. Also Wind gibt's wirklich genug. Ja. Der war sehr Und flach. ist euch schon mal aufgefallen, wenn die sich nicht drehen, dann ist kein Wind. Ja, jetzt hier keine Witze von Sebastian Puffpaff recyceln. Ja, hier, Nee, der. nee, nee, tu ich nicht. Nein. Jetzt kommt er gleich noch mit dem Toyota Corolla und der Mutti an. Nee, das ist deiner. Wo musst du denn hin? Ah, geradeaus durch und Jetzt dann. links, jetzt links, jetzt Ja, jetzt links. links war Fu. Waffu. Außerdem, Julian, was ist denn überhaupt ein Co-Roller? Ist das ein Zweitroller? Ja, da passt Ja. doch Der niemand Trend drauf. geht zum Zweitroller quasi. Ja, der Trend geht. Guck mal, wie der Joshi an dem Andi Wie vorbeigeschummelt der hat, ey. Carsten macht das schon, Wie der ehrlich. Carsten, der echt, Ich jetzt war echt auf dem Carsten. Sperrstreifen, den hättest du gar nicht fahren dürfen, okay? Ich Naja, auch der nicht. Carsten Ich ist eigentlich heute auch nicht, nicht, ohne aber. Scheiß. Alle, die einen Führerschein haben, fahren in ETS asozial. Der Carsten ist heute nicht da, da muss ja einer Konkurrenz machen, ja? Grüße an Carsten übrigens an dem Grüß an Punkt Carsten, vielleicht noch. Hey, Andi, wo yo. fährst du Wer ist denn eigentlich hier hin? gerade abgebogen von den Grünen? Der Josch. Ja, ich war zur Werkstatt. Ach Ja, so, das ist eigentlich. eine gute Idee, da fahre ich Ja, auch hin. Ja, wollte ich hup nicht eigentlich. da hinten! Komm Wollte ich ich hier da eigentlich hin? auch hin. Wem's hupt Mann. denn? Hinter mir war einer, der war am Hupen. Boah, ey. Komm nicht von hier. Ich war unentschlossen, wo ich langfahren soll. Ich war ein Hörtyp oder Unentschlossen. was? Jetzt steht er neben mir und hupt mich an. Map, map. Ja, neben mir wohl bemerkt. Stand an der Ampel rechts, ja. Julia, du hast gesehen. Mein LKW schnarcht. Ja, Gute Julian, Nacht. dann reparier doch mal. Ja, will ich ja, aber der Andi ist gerade ausgefahren und ich bin ihm einfach hinterhergefahren, weil er mir gesagt hat, er hat einen Punkt zur Werkstatt. Ja, hab ich doch auch. Ich fahr halt außen rum, weil Du der Josch fährst mich halt nur nicht den bedrängt hat. Punkt. Er hat zwar ein Gesetz, aber fährt halt nicht in roten Linien lang. Musst du Der Josch verstehen. hat mich bedrängt. Was machst du da? Ich versuche einzubiegen. Ja, das habe ich gesehen. Es hat nur nicht funktioniert. Kann das sein? Nee, nicht so ganz. Oh, Na mein super. Tamponcontainer. Das habe ich dank ihm eine Vollbremsung gemacht, lass meinen Motor wieder aus. So 3 Meter vorm Punkt, ja. Zutritt. Übrigens, erwähnte ich schon, dass Andi gerne sagt, sein Motor Ja! ist aus. Ja, genau. Ja. Was hat Was Josh hat Josh damit zu damit zu tun? tun? Ich mach gleich auch deinen Motor aus, pass mal auf. Oh, dann willst du Steve Chakoti wirklich abtören? Ich hab's schon wieder gesagt. Ey, kann doch nicht sein. Das passiert mir so oft. Oha. Schäm dich. Immer diese Leute, wo man den wirklichen Namen nicht sagen darf. Gott. Gott, oh Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Wobei der Name ist eigentlich bekannt. Der wurde schon in früheren Videos oft genug gesagt und nicht von mir. Hey, bei wem denn? Es gibt da so einen Kanal, der mittlerweile, glaube ich, keine Videos mehr macht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Raumstation reden kann. So, wo fahren wir denn mal? Ja, ich warte, dass Andi da vor meiner Nase wegfährt. Ja, Andi steht ganz vorne. Andi sollte Ist schon doch egal, wer vorfahren. vorfährt. Ja, aber Non-Collision Zone verlassen und so. Ach so, ja. Andi! Dann mach ich mal den Anfang. Ich mach den Grüß Anfang. deine Vorfahren! Hi! Hi, hi! Wo? Da. So, ich bin da mal draußen. Ich bin doch mal draußen. Kommt dran, sie nicht, hau ab. Aber als Ossi sagst du draußen mit T. Draußen, ich bin doch mal draußen. So, ich hab den mal vorbeigelassen. Jetzt können wir mal weiter hier. Are you real? Nein, wir sind nicht real. Jetzt mal ernsthaft. Julian, schreibt mal unter das Video, Leute, der Jul. Was? Julian, schreibt mal unter das Video, Leute, der Julian. Ja. Was denn weiter? Oh, ich weiß, was ich noch gerne sage. Schreibt mal bitte unter das Video, der Julian soll mal seine Stimme etwas erhöhen, den versteht man nicht. Ich weiß, was ich noch gerne sage. Das DO. Ja, oh. Chakoti. Das sage ich gerne. Das sage ich wirklich gerne. Du hast doch jetzt ein anderes Mikro als sonst, ne? Ich habe jetzt hier das T-Bone, ja. Was hast denn du für ein Dings dazu? Ein USB-Anschluss. Ja, aber du hast. Ach so, das läuft dir direkt über. Dann hast du Ja. wahrscheinlich nicht richtig das Mikro gepegelt. Doch. Doch. Ich bin bei den anderen. Wolltest du jetzt, dass ich nein sage? Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Du hast das Mikro nicht richtig gepegelt. Doch, doch. Okay, nein, habe Computer ich sagt nicht. nein. Aber ich bin doch bei Josh und Chakoti bin ich doch laut genug, oder? Ja, ein bisschen leiser als der Rest schon, muss ich sagen. Du Obwohl bist ich nicht schon sehr lauter gepegelt leise. habe. Aber ihr habt doch gerade eben gesagt, ich bin perfekt. Nicht perfekt, Nee, aber perfekt bist du annehmbar. nicht. Julian, du Ich bist bin perfekt. laut genug, also lauter musst du nicht sein.
Ja. Julian, darfst du keine Komplimente machen, der fasst das immer direkt falsch auf. Das nee, aber ich kann hier ist Wasser, nicht lauter machen, hier ist Meer. Das ist voll schön hier. Moment, Moment. Oh, ist das schön hier. Oh, ist das nee, ist das schön. Das ist echt voll schön hier. Schau mal rechts raus, ist voll schön. So soll ich guck dich wiederholen? Da hinten ist die Gorch Fock oder so, ein Dreimaster. Oh, ist das schön hier. Die fahren alle 90. Soll ich die überholen, die beiden da? Ja, überhol die mal. Nee, nicht rechts fahren, Idiot, ey. Weißt du, der kann nicht seine Mittelspur halten. Nicht rechts fahren, Idiot. Hast du schon mal was vom Rechtsfahrgebot gehört, du Nein, aber auf seiner Mittelspur soll er gefälligst, wenn ihn von rechts einer überholt und von links. Ey, der Josh ist voll der linke Spurschleicher. Ey, ich fahr 100. Was ich fahr schneller als wie der. Basti, du hast gerade nach links gezogen. Ja, weil ich aufs Wasser geachtet hab. Warum? Ja, und ich war ist links das von schön. Dir. Aber du hast mich nicht erwischt, weil ich hatte noch Abstand. Sie kam warst du hinter mir. Da oben sind Vögel. Entschuldigung. Ich bin ja immer alles gut cool. zu Vögeln. Wir haben uns ja nicht gerammt gegenseitig. Das Schöne ist, er glaubt einmal immer, was man ihm erzählt. Ich glaube dir nicht alles, aber ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Der Julian glaubt. Wer guckt denn da so vor mir rum? Ja, ich nicht. Ich überhole dir gerade. Nee, das ist ein fahr 110. Anderer. Das ist ein anderer. Auf Tempomat. Ja, mit dem MAN auf der Autobahn 110. Mit 110. Die Polizei hat's nicht gesehen. Ich will Spaß. Wo denn? Ich gebe Gas, ich will Spaß. Macht aber der Tempomat automatisch, das muss ich gar nicht machen. Der ist ein Tempomat, oder? Der bremst doch auch. Nee, der leider nicht. Doch, der bremst mit Retarder. Was willst du jetzt schon wieder mit dem Bruder vom Bus fahren? Lass den doch mal raus. Wenn man um mal den Menschen Tempomat nennt, ist es natürlich um mal jemanden zu zitieren, es gibt nur ein Gas, Vollgas. Nee, es gibt noch Knallgas. Oh, jetzt sind wir da vorne für eine Knalltüte. Adi! So, da vorne haben wir jetzt so eine Abfahrt geraffen. Wir müssen, ich war links von dir. So, wir müssen abfahren. Ich stelle mich mal an die Ausfahrt. An die Ausfahrt? Oh! Das hätte schief gehen können. Ich meinte, ich stellte mich an die Ausfahrt. Ich meinte, du stelltest dich an die Ausfahrt. Was? Bernd stellte? Wo seid ihr jetzt gerade? Da, wo wir in der Ausfahrt stehen, müssen wir rausfahren. Ich bin von 100 auf 0 beschleunigt. Von 100 auf 0? Ja. Das ist aber negative Beschleunigung. Ja, entschleunigt. So hier raus, weil wo wir Problem stehen, genau. Ist, ich war nämlich links vom Andi, als der Andi dann diesen KI-Menschen, oder nicht KI-Menschen, den anderen Spieler überholt hat. KI wieder. Was ist, immer was, diese KI. Immer was, diese ist KI denn ein, was ist denn ein KI-Mensch? Als Andi dann den anderen Spieler überholt hat, ist er nur einfach gnadenlos nach links gezogen, ohne in seinen verkackten Spiegel zu gucken. Gnadenlos? Julian, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Schweinen werfen. Nee, ich habe meinen linken Außenspiegel immer im Bild. Ja, den linken. Ja, den haben wir alle im Bild. Ja. Das ist nothing special und so. Ich hab nicht die Sitzposition in der Busdatei umgestellt. In der Busdatei, Welches Bild ist es denn? 1.0, 1.1? Nee, es ist die Zeitung. 1.3.784. Achso. Mhm. Du musst nämlich immer noch die Referenznummer mit angeben. Seid ihr noch da? Yep. Ja. Direkt hinter. Also wir können, glaube ich, beschleunigen. Ja? Ja. Also Julian ist hinter mir. Und wir haben ja gerade fast reingefahren. Habe ich so das leichte Gefühl. Die Tastaturbremse ist nicht so gut. Nie so der Burner. Ich frag mich gerade, was der Chakoten davor hat. Ja, ich frag mich, was passiert, wenn ihr beiden euch gegenseitig überholt und jetzt einer von vorne kommt. Wobei man sieht es auf dem Navi. Hast du schon mal von Tschernobyl gehört? Ja, das passiert dann, wenn Latten auf Bagger treffen. Genau. Ja, ein Bagger habe ich. Ich weiß, warum der James Bagger fährt. Er baggert gern. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist der Julian mit dem Bagger und der baggert noch. Oh, da kommt einer von vorne. Andi, du bist auf der falschen Spur. Nein! Der ist auf der falschen Spur gewesen. Ja, Andi war auf der falschen Spur. Nee, der Typ war auf der falschen Spur. Der war auf der falschen Spur, weil Andi auf der falschen Spur der war. Der konnte nichts dafür, ich hab nicht mehr ausweichen können. Müffelstück, schieb deinen Arsch von der Straße oder ich mach's. So, ich stell mich mal schön an den Rand, damit alle überholen können und dann schauen wir mal, wo ihr gelandet seid. Oh, das hat wehgetan, mein LKW schnarcht wieder. So. Meine schöne Fracht. Ach also. Ja. Was hab ich denn für einen Schaden? Ach so, ich hab einen großen Schaden. Ach ja, so, das wie, ist ja nichts also Neues eben, unbedingt. So wie es einfach ist. Ich bin in Brüssel. Brüssel. Oh, Sonnenblumen. Oh, Brüssel ist aber ungünstig. Warum ich müsste eigentlich hier? Auch reparieren, aber ich kann auch fahren.
Wir sind halt, wir fahren gar nicht an Brüssel vorbei. Nee. Heißt, wir bleiben einfach hier stehen. Also wir sind, wenn du mal guckst, zwischen Brüssel und Rotterdam auf der Karte geht so eine Straße, so eine Ost-West-Achse. Ja, genau. Ich kann nur das Video sehen. Heißt, du müsstest... Ich kann euch aber nicht sehen, lustigerweise. Ja, nee, weil es zu weit weg ist, das kann gut sein. Aber siehst du zwischen Rotterdam und Brüssel die Ost-West-Achse? Diese Landstraße. Und auf der sind wir, also kurz vor der Tankstelle. Wir können mal zur Tankstelle vorfahren. Also es ist nicht arg, weil du könntest... Soll ich vielleicht unten rumfahren? Ich glaube nicht, dass es unterhalb von... So weit ist es, glaube ich, nicht. Schau mal von Brüssel hoch, die A1 ein bisschen, das ist nicht so weit. Ja, aber pass mal auf, wenn ich unten rumfahre, ne? Ja, dann treffen wir uns an der Kreuzung. Vorbei an... Wie heißt das? Liege. Liga? Liege. Liege. Und bis nach da ist aber ein Axograve drauf. Wir haben das jetzt muss man alles gehört. Liege, Liege und Liga. Aber was ist denn da für ein Axon drauf? Ist es nach hoch oder nach runter? Oder nach runter wäre ein Axograve, das wäre ja Liege. Es, kann, es gibt ja Axon Tegu, Axon Grave und Axon Circonflex. Ja, was also ich. Axon Gesundheit, ja. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe jetzt die Strecke unterhalb gesetzt und fahre bis nach Köln durch. Okay. Ist nach Kölle. Ist aber, ja. Wenn der Andi möchte graben. Ja, so zeigt mir mein Navi die Route an. Ich fahr erst mit der Tanke. Was hat Köln? Da bist du aber sehr, da müssen wir jetzt auch ein sehr langes Stück noch fahren, bis wir uns wieder treffen. Weil zwischen Brüssel und hier, wo wir stehen, war gar nicht so viel, Difference. Moment, wäre gar nicht so weit gewesen. Das sieht nur, sieht das so viel aus, oder was? Das ist nicht das viel. Das sieht nur so viel aus, das ist aber nicht viel. Das ist ein Stück Autobahn, dann bist ja, du direkt runter. Ja, schau mal, wie schnell der blaue Punkt zum Beispiel fährt, der uns gerade entgegenkommt. Das ist echt... So. Das siehst dann du, dass die Strecke da nicht weit ist. Ja, wir weil fahren bis zur Tanke ist, durch, wenn du oder? Bis Köln fährst, dann ist der ja, ja. Killer. Dann ja, ist der ich muss nur jetzt wissen, wenn ihr an der Tanke steht, guckt ihr, wenn ich vorbeikomme. Ja. Nee, du kannst ja an der Tanke einfach abfahren. Was hältst du davon? Eine schöne Frage, das war kaputt. Das sind eh nur Latten, da kannst du nicht viel kaputt machen. Das Latte wie Hose. Das ist wahrscheinlich eh schon gebrochen. Egal, ich krieg immer weniger Geld aufs Konto. Ja, das ist. Warte mal, wie kam das anfängliche Geld aufs Konto? Er hat im Jackpot gewonnen. Genau. Ich hab geerbt. Lotto Dotto. Blub. Ich hab geerbt. Er hat Lotto Dotto, er war in einem Lotto Dotto Geschäft, dann hat sich ein Lotto Dotto losgekauft. Ja, ja, aber super. Das finde ich, echt klasse, muss ich das sagen. Ich finde das, wenn ich so sage, finde ich das super. Also, das waren wir mal in München. Haben sie im Radio, war so irgendwie so ein Überfall auf so ein Lotto Dotto Geschäft. Ah, ich habe es gedacht, das wäre so wie. Jojo und Harry? Ich habe gedacht, das wäre so wie ein GTA gewesen. Nee, war halt, ne, und dann hat so ein Polizist halt Bericht erstattet im Radio und dann sagte er so, gestern um 20:53 Uhr war ein Übergriff auf ein Lotto-Dotto-Geschäft und seitdem sage ich Lotto-Dotto. Darf er das? Darf er das? Ja, darf er. Aber es gibt Menschen, die sitzen da drüber. Ich stehe nicht. Also ist das quasi Lotto, Toto und Harry, ja? Ja. Boah, aber am besten fand ich noch das mit dem wie schreibt man Recycling? Ja, wie man spricht. Aber die anderen Programme von denen waren für mich auch nicht schlecht. Ich habe mir ein bisschen so durchgeklickt in letzter Zeit. Also die anderen Programme, die hat's auch nicht schlecht. Ich beneide meinen Bruder. Warum? Dessen Kumpel hat irgendwie Karten gewonnen oder so für eine Show von dem und er hatte keinen, der da mitgeht, also nimmt er meinen Bruder mit. Und die gehen dann zu Kristall im März. Das ist voll nice. Hallo? Seid ihr da? Ja, Julian. Gelitten. Ja, gelitten hab ich da. Ich muss da arbeiten. No. Hättest du ja frei nehmen können. Nee, ich möchte ja nicht direkt meinen ganzen Urlaub verplempern. Nee, ich möchte lieber heute frei, um mit uns aufzunehmen. Also der morgen Kumpel, früh, also jetzt gleich. Der Kumpel von deinem Bruder nimmt praktisch deinen Bruder zu ihm mit. Nein, zum Kristall. Ja. Event. Ja, meine ich ja. Der nimmt deinen Bruder praktisch Stein mit. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Ich weiß nicht, wo du drauf hinaus möchtest. Ja, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass der Kumpel von deinem Bruder deinen Bruder mitnimmt. Der hatte eine Karte über und hat gesagt, müsst sie haben und dann hat er gesagt, jo. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Darf er das? Ja, nein, darf er nicht. Darf er. So, was ist denn das jetzt für ein komischer Tankonk da vor mir? Hä? Da fährt so ein komischer Tankonk vor mir. Keine Ahnung, da hinten laufen Menschen. Ja, der Honk, der fährt nicht so schnell und der leckt. Jack Houghton? I was? Don't wanna know. Wo bist du denn? Vor dir. Vor mir?
Ich bin hinter dir. Das bist du. Du bist ja du. Ich dachte, da wäre nur Josh. Nein, das auch. Ich bin nicht alleine hier. Darfst du das? Julian, das kannst du mal dein Chaoten-Konvoi-Tag wieder dran machen. Ach ja, genau, mein Chaoten-Konvoi. Das sehe ich gerade, da fehlt sowas Rotes im Titel. In YouTube-Rot, bitteschön. Ja. Aber wir sind glaube ich, effektiv jetzt das erste Mal ohne Carsten unterwegs, oder? Was macht der denn? Ist der doof? Was, wir sind das erste Mal ohne Spasten unterwegs? Okay, ich hab alles zurück. Darf er das? Julian? Er macht einen Warnblinker an und ich frag mich, warum hier liegt wer ein LKW auf der Straße. Julian, lass meinen Carsten in Ruhe. Bescheuert oder was? Ohne ist denn Carsten das jetzt? Unterwegs. Ihr habt das akustisch wirklich nicht. Och Leute, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Darf er das? Ist Andi eigentlich gerade eben umgefallen gewesen? Ja, dann umgefallen 19. gewesen. Nee, ich wurde unter die Straße gespawnt. Also, er wurde umgefallen. Ja, ich sag doch, vor mir lag ein LKW, hört mir nicht zu. Umfallen gibt's auch im Passiv. Ja, jetzt ist die Fracht ganz im Arsch, super. Vor mir lag ein LKW auf der Straße und vor mir ist einer gefahren, der hat Warnblinker angemacht und ist an dem vorbei und ich wollte ihm das Ganze nachmachen. Und da hänge ich plötzlich mitten in der Straße. An die Ladung und im Arsch und das macht sich besser. Super. So, habe ich jetzt den Tag? Muss aber ein großer Arsch sein, wenn die ganze Ladung reinpasst. Ja, ich bin jetzt gerade schon wieder bedient. Du hast wahrscheinlich keinen aktuellen Speicherstand mehr, oder? Nein, ich habe keinen aktuellen Speicherstand. Hätte ich bloß eben an der Werkstatt gespeichert, aber nein. Aber nein. Nein. Habe ich nicht gemacht. Fuck.